Liebe Nerds, hier ist der Nils von der Nerd Area. Bei mir ist der Chris. Hallo Chris. Hallo Nils. Diesmal sogar mit eigenem Mikro. Werden wir mal sehen, ob das funktioniert. Sollte aber. Ich bin daher relativ zuversichtlich. Wir spielen Bridge. Hast du dein Bridge-Equipment mit? Meine Karten oder was meinst du? Ja. Ich bin verwirrt. Was soll ich machen? The Bridge. Ich hab's auf Steam gekauft. Soll eine Mischung aus MC Escher, Newton, irgendwie sowas, wie man hier schon sieht am Apfel. Hier ist unser Protagonist. Er hat keinen Namen, also müssen wir uns einen Namen ausdenken. Chuck? Sigismund finde ich eigentlich auch sehr gut. Sigismund. Das ist Sigismund. Okay. Ah, Scheiße, du kommst den Berg nicht hoch. Du bist scheiße, wirklich. Warte. Hat die irgendwas gelernt? Wow. Also wie ihr jetzt gerade seht, das ist das Feature dieses Spiels, dass man die Umgebung drehen kann. Das wird bestimmt noch sehr viel heftiger im späteren Spielverlauf, weil das hier wird ja so eine Art Tutorial sein, oder? Ich gehe davon aus. Ein Haus. Das mein Haus. Sein Zuhause. Siegesmund sein Zuhause. Was hat dieses W zu bedeuten? Toilette? WC? Oh, oh. Okay, ja. Budumts. Man kann es versuchen. Spiel gibt's auf Steam. Kostet 15 Dollar oder 15 Euro. Ich bin gerade nicht so sicher. Schon eine Weile her. Wollen wir uns das mal angucken? Wenn Daumen vor. Okay, ich komm noch mit. Ich finde gerade sehr gut, dass das Spiel schwarz-weiß ist. Weil wir so einen sehr hohen Kontrast haben und das Bild sehr scharf sehen. Auf jeden Fall, ja, und auch die Schärfe und so weiter gefällt mir sehr gut. Auch der Kontrast, das Licht, ja. Hier wurde ich gezeichnet. Und wurde also permanent irgendwie gezeichnet. Vielleicht hat es ja wirklich was damit zu tun, weil man eben am Anfang geträumt hat. Oh, so weit würde ich jetzt noch gar nicht denken. Ich würde einfach sagen, das ist unser Checkpoint. Oder? Unser Checkpoint? Checkpoint, ja. Ja. Was? Ah, okay. Man muss zur Tür gelangen. Und läuft dadurch durch diese Halfpipe. Ja, das ist durch diese Fullpipe. Ja, das ist mehr als Full. Fullpipe! Full O4. Fullpipe. Wow, Fullpipe, jawoll. Die Bibliothek wird geladen. Also wie wir sehen, können wir die gesamte Spielumgebung um 360 Grad mal 8 drehen. Ja, okay. Blicke nicht so wirklich durch. Ah, okay. Also das Spiel hat so eine Art Physik, hat man gerade bei dem Schlüssel gesehen. Da kann ich nicht durchlaufen? Schade. Was leitet das der drauf? Nee, warte mal. Sehr gut. Ich habe den Schlüssel berührt und er fliegt ins Schloss. Und weiter. Oh, es gibt Gegner. Guck, das ist ein Ladebildschirm von träumenden Menschen, der irgendwas gezeichnet hat. Noch relativ hinterhergerissen. Das ist der Escher sein, oder? Also, Escher wurde wirklich da in dem Dings erwähnt irgendwo? Weiß ich nicht. Ich glaube schon, ich glaube. Kann sein, dass da irgendwo stand. Im Infotext zu dem Spiel. Okay. Gefällt mir gar nicht, aber machen wir mal weiter. Frage mich, ob man von dem Ding erschlagen werden kann. Naja, der wird nicht. Da ist ja nicht umsonst Gegner, oder? Was? Drücken und halten Space, okay. Ah, das ist ein bisschen wie bei Braid. Halten verstehst du nicht so richtig, ne? Ich lasse die Zeit zurücklaufen. Ja. Ah, okay. Da es Gegner gibt und man sterben kann, könnten wir ja eigentlich so eine kleine Kategorie einführen, die wir uns mal ausgedacht haben, oder?
die da heißt, bis einer stirbt. Ich bin dafür. Und zwar bedeutet diese kleine Kategorie, dass wir ganz im Stil von Super Mario Bros. Beim Tod an den anderen Spieler übergeben. Ich glaube, ich stehe gerade irgendwie wirklich auf dem, ja, wie man nochmal sagt. Penis? Auf dem Penis stehe ich gerade. Nein, 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 nein! Frau. Was soll denn das? So möglich zu schaffen. Wahrscheinlich eigentlich schon irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt katastrophal Mist gebaut. Also ich finde, du bist noch ziemlich gut dabei. Zuversicht. Überhaupt nicht zuversichtlich, ich bin hasserfüllt. Warte. Okay, warte. Ja, das klappt. Es hat funktioniert. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Ich bin ziemlich stolz auf dich. Ja, nachdem ich irgendwie ich bin ein bisschen stolz auf mich selbst. Ich bin fast viermal gestorben oder so eine Art. Okay, Abrisskugel, Schlüssel. Person. Aber eigentlich bin ich jetzt schon ein paar Mal gestorben, aber... Ja, das ist ja dann. Okay. Wir haben gerade erst das Regularium festgelegt. Man kann nicht rückwirkend irgendwelche obskuren Regeln geltend machen. Das ist ja eigentlich so... Obwohl die Firma macht sowas ja gerne. Wow! Ich finde es gut, dass er einfach mal fallen kann. Was kann er? Fallen. Er kann einfach bloß... Ja, ich weiß, was fallen ist. Fallen, ja, was ist denn das Problem jetzt gerade eben? Warte mal, jetzt haben wir doch diesen... Er lebt das auf jeden Fall. Fallschaden ist nicht so sein Problem. Ah, bist du sicher? Ich lebe auch gern. Risikoreich. Warum geht er in die Richtung? Man muss hinlaufen. Ich drücke diese Taste wie ein Affe. D? Dieser Gegner sieht schon echt brutal gruselig aus, oder? Ja, sieht so aus wie halt wirklich bei Super Mario diese merkwürdigen Dinger, die immer auf einen runterfallen, diese Steine oder Felsen, die haben so immer mit grünem Gesicht so Weißt du, in Schlössern manchmal so. Ich weiß nicht, wie die heißen. Gumpas. Ne, keine Ahnung. Die Spiele. Boah, 1,5. Und die Spirale sieht nicht gut aus, weil da zwei Gegner waren. Und zwei Schlüssel. Das sind gar keine Gegner. Da waren auf dem Bild gerade eben zwei Gegner zu sehen. Da bin ich. Aber da sind keine Gegner, sagst du. Das gefällt mir. Tatsächlich keine Gegner. Jetzt müsste man das. Es ist ein bisschen wie dieses. Wie heißt das? Dieses Whip-Spiel, weißt du? Ja, klar. Mit der Kugel. Und da der Typ ja fast schon Glas hat. Und auch noch. Tromp heißen die. Tatsächlich. Sind große, fast unzerstörbare Steinblöcke, die in einigen Burgen von der Decke fallen, mit dem Ziel, Mario zu zermalmen und wieder hochgezogen werden. Sie sind in vielen Spielen dabei, unter anderem Super Mario Bros. 3 und Super Mario Galaxy. Oh, das können wir auch mal. Das sollten wir eigentlich. Super Mario Galaxy? Ja. Auch oft einfach nur als Wegabsperrung, an der man nicht vorbeikommt. Mario Party. Kleinere Tromps heißen Twins. Stimmt, gibt's auch. Ah, okay, ich verstehe. Diese degenerierten Schlüssel drehen sich. Jetzt musst du rausrutschen. Und jetzt bin auch wirklich ich. Als der Schlüssel verschwindet, bin auch ich zurückgelassen. Eingeschlossen auf diesem Gebilde. Damn it! Ich hab's einfach falsch umgedreht die ganze Zeit, nehme ich an. Jetzt komm ich nicht so, Junge.
Ich habe das nämlich durchschaut. Und jetzt fällt auch noch was auf dem Gemälde raus. Wie gesagt, es gibt so eine kleine putzige Physik hier. Ich frage mal, der fällt aus dem Gebilde raus. Was ist denn das? Ich verstehe es nicht, warum sind da Ketten? Gespannt. Ja, das muss ja auch stabil sein. Jetzt fällt das Teil runter, das macht keinen Sinn. Da möchte ich echt mein Logik-Veto einlegen. Wir spielen ein Spiel über MC Escher und du willst ein Logik-Veto einlegen. Ich hab keine Logik auch mit MC Escher. Was? Ist ja absurd, ich dachte, man muss da selbst irgendwie hinkommen. Oh, der Winkel, der lacht. Siegesmund. Was ist das denn unten? Da rechts? Ja, so ein Bild, wo du halt ewig keinen raufstarten kannst, dann siehst du irgendwas 3D-mäßiges. Echt? Lass mal drauf gucken. Ich vermute es, weil das wahrscheinlich siehst du bloß dich selbst da drauf, ja. Also Siegesmund eben. Ach, und er ist einmal in schwarz und einmal in weiß? Ja, Siegesmund und negativer, Anti-Siegesmund. Also, ja. Verliermund? Ja. Verlier Ohr oder After. Pass auf, Freundchen. Pass auf. Ah, ich glaub. Ah, das wird kacke. Nein. Und der Christoph übernimmt wieder. Gut, dass du von dir selbst in der dritten Person redest. Das macht Leute sehr sympathisch. Jawohl. Was soll ich tun? Ich bin mal ich. Man hat nicht so viele Möglichkeiten. Wenn dann die Einrichtung nicht funktioniert, nimm mal die andere. Sieges? Na, no, ich bin gut. Ja, am Anfang. Nee. Nein, 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 nein. Ah, oder vielleicht doch, vielleicht doch. Vielleicht ist das die Lösung. Ich sage, du musst die Gegnerkugel da hinkriegen, wo dein Anfangspunkt ist. Ja, dabei. Aber weil ich selbst begriffen habe und nicht, weil du mir irgendwas gesagt hast. Okay. Die letzte Erinnerung war die von Schmerz mal wieder. Und das ist die schlimmste Erinnerung. Ich finde, Verlust ist auch noch sehr gut oder Enttäuschung. Abbrechen ist auch eine schlechte Erinnerung. Oder Safe Game löschen. Ah ja. Nein, warte. Vor allem, du hast ja schon diese Fort. Ach so. Nein. Genau dasselbe habe ich gerade eben auch versucht. Mehr oder weniger. Das gilt nicht. Ich habe nicht lang genug aus Leertaste gedrückt. Geil. So. Da sind wir wieder ganz am Anfang. Denn. Vielleicht ist ja doch die Lösung, dass das. Wieso? Ich frage mich doch jetzt, wie es weitergehen sollte. Ein lustiges Mal ist es ein lachendes Gesicht. Mal ist es ein grimmiges Gesicht. Vorsichtig. Ich glaube, man muss da wirklich sehr riskant. Was ist denn das? Warum hat denn das so viel Trägheit, diese dämliche Kugel? Aha! Die Trägheit ist vorher so, weil Siegesmund hier.
Ganz bis zum Anfang? Ja, ich habe eine Idee. Aber das war sehr gut. Den Anfang wieder hergestellt. Ich glaube, das war sehr gut. Du musst vielleicht bloß auf die mittlere Dinge springen. Auf diese mit den zwei Schubladen da in der Mitte. Wie es dann weitergehen soll, bin ich aber auch überfragt. Nee, wahrscheinlich nicht. Tut mir leid. Ich habe eine Idee. Also. Oh, nein! Die Idee hat es ja zum... Wollen wir zusammenarbeiten? Nein, zusammenarbeiten ist der Anfang von einem Ende. Ich gehe mal weiter zurück zu der Endstelle, die ich vielversprechend fand. Als du jetzt hier dazu... Genau. So. Einfach mal gucken, was passiert. Bin mir nicht sicher, was passiert. Nein! Verdammt, aber guck dir das an. Ich war nicht so weit von entfernt. Willst du weiter zurück, Mann? Ja. Okay. Das Wesen blinzelt auch noch. Na, zurück zum Start von mir aus. Ich denke nicht, dass das irgendein normaler Mensch schaffen kann. Nee, im ersten Kapitel. Das ist unlösbar. Das ist eben der Trick. Das ist nicht die Lösung, das ist definitiv nicht die Lösung. Meinst du? Fällt das Teil dir auf den Kopf gleich? Meinst du? Schach und Matt. Schaffst du nie im Leben, du wirst scheitern. Du hast es geschafft. Wie? Woher plötzlich? Und dann auch noch so. Vervollständigt, ich bitte dich. Okay. Geh vor zu den Ahnen. Und wer Träume gehabt? Wer hat ihn getroffen? Er hat diese Büste gehabt, oder er meint wahrscheinlich uns als Spieler. Ah! Vielen Dank, Sigismund. Dito. Die Welt ist ein viel größerer Ort, wenn jede Wand ein Fußboden ist. Na ja, gut. Diskutabel. Disco? Disco. Disco-Tisch? Disco-Table? Ja. Okay. Eine Disco-Tisch-Aussage war das. Vielleicht hatten wir gerade eben 6. Das ist doch dann Newton, oder? Mit der Perücke sieht so ähnlich aus. Nein. Hält irgendwas in der Hand. Der Strudel. Ja, Apfelstrudel. Nein, das ist ziemlich cool, aber es ist ein Friedhof zu sehen. Oh nein, das ist irgendwie so eine Anomalie. Ein Vortex. Oh, wenn da reingezogen wirst, ist es garantiert irgendwie vergessen. Ja. Ich mach's einfach mal, dass wir sehen, was dann passiert. Okay, du lebst dann weiter. Dann bloß noch optische Täuschung. Nee. Da kommst du dann nicht mehr raus. Kannst du machen, was du willst. Willst du? Oder soll ich nochmal? Mach du nochmal, du bist absichtlich reingegangen. Man kommt da nicht mehr raus. Aber warte, kommt der Schlüssel wieder raus. Soll ich den reinplumpsen lassen? Ich glaube nicht, oder? Vor allem wird er Sigismund reinfallen als. Raffiniert. Also, Chapeau. Der Abgrund. Ah, ne, das ist auf jeden Fall Escher hier. Guck mal, wie der. Ja. Der Arktriumph aussieht. Ja, aber das scheint immer mal auszugehen hier, oder? Was? Hier?
Ja, aber man muss sich halt eben erstmal überwinden, da durchzukommen. Da durchzugehen. Und die meisten denken wahrscheinlich, dass man sich da bei dem... Also ich hätte jetzt gedacht, dass ich beim Totentriumph, Totakte-Triumph, irgendwie da auf die Wahrheit steigen muss. Nein. Sehr gut. Darf ich ständig irgendwie einen Titel vorlesen, tut mir leid. Ja, sieht ein bisschen löwenartig aus. Und vor allem da rechts. Aber ich glaube, ich weiß schon, was es geht. Okay. Du musst deinen Gegner dazu bringen, dass er direkt darauf fällt. Ja. Ist nicht verkehrt. Rein, wir können es ja wieder ausmachen. Also mache ich einfach so. Los, wenn du dich jetzt rumdrehst, dann kommt Ulf irgendwann mal darauf. Ulf? Ja, Ulf ist etabliert. Hä? Sehr gut. Und genauso hast du es geplant gehabt. Ah, ja, wirklich. Sehr viel, sehr verwirrt. Also, wir haben ja da den Club, das heißt, wir können den Schlüssel da ja grundsätzlich erstmal reinballern lassen. So. Ah, sehr gut. In das Teil. Ich würde genau so rumgehen. Treffen. Du machst das schon sehr gut und du hast dann ziemliches Verständnis von. Das Teil fällt runter, die auf den Schädel und. Ja, so ungefähr. Und ein Senior kann wunderbar durch die Tür gehen. Signore. Monsignor. Oh, ich glaube, wir sind schon bei einer halben Stunde, oder? Nö, 5 Minuten noch. Na sehr gut, die können wir auch noch umbringen. Das Mausoleum. Okay, direkt dahinter ist wahrscheinlich eine Tür, oder? Ja, das sieht so aus. Ich kann ja mal hier drauf treten. Ja, da ist eine Tür. Sehr gut, ich glaube, du hast schon einen Großteil zur Lösung beigetragen. Ah, ich weiß. Du weißt schon. Wir haben ja außenrum um diese Tür einmal so eine Fullpipe. Okay. Also, ein bisschen da rein. Lass mich in den Vortex reinfallen. Und dann colore ich die Color. Drück auf den Knopf. Du bist eigentlich relativ schnell mit solchen Rätseln, das ist faszinierend. Und beängstigend. Mäßig hab's Zeug zu einem super Bösewicht. Mindestens, du bist so ein Samuel L. Jackson-Typ. Glasknochen oder was? Aber ernsthaft, Comics und so weiter? Solche. Mind-Tricks, die du einfach mal abziehst. Oh. Er wirkt schockiert und traurig. Da unten rechts ist der Schlüssel. Ja.
ein guter Anfang. Noch nicht übertreiben. Wow, wow. Obacht! Nein, nein! Du bist gescheitert. Gescheitert. Leider habe ich keinerlei. Ich glaube, ich gehe noch weiter zurück. Ich möchte wieder am Anfang ansehen. Es ist ein bisschen komisch durch die Perspektive, ne? Ja. Funktioniert doch eigentlich nie. Oder mach's mal so, wie du es gemacht hast. Es war sehr dumm, was ich gemacht habe und irgendwie vollkommen fruchtlos. Und ich hatte keinen Plan. Frucht. Fruchten. Ey, keine Ahnung. Vielleicht war es ein bisschen falsch, dass das Ding da oben auf dem Vortex-Corner ist. Auf den Knopf. Verschwindet. Jetzt sind wir aber wirklich mal mit deinen intellektuellen Grenzen gestoßen. Ja, ich kann es gerade nicht. Also, warte mal. Wir brauchen den Gegner auf jeden Fall noch, damit er den am Ende Strudel wegmacht, wenn wir zur Tür gehen wollen. Grundsätzlich könnten wir zu einem Schlüssel hin, ne? Wieder denselben Dreck gemacht wie gerade eben. Nicht wie du, sondern wie. Ich habe es so ein bisschen, dann so ein bisschen. Ja, dann mach nochmal. Ja, soll ich nochmal? Ja. So. Nein! Nein! Und ich stürze. Unendlich. Okay. Okay. Jetzt bin ich. Dein Turn. Aber ich denke, die 5 Minuten oder so. Oh, stimmt. Na, ich probiere noch einmal. Ich dachte mir, dass man vielleicht irgendwie außen rumgehen kann oder so eine Art. Müsste ja irgendwie gehen, eigentlich. Ist wahrscheinlich der. Warte mal, das Level. Ja, doch, wir können außen rum. Aber wir dürfen ihn hier nicht. Oder war das nochmal? Ja. Vielleicht nochmal ganz weit zurück, bevor dieser Typ da oben drauf liegt. Okay. Das geht. Ja, man kann. Ja, aber wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde. Also, ob wir das jetzt nur rauskriegen, sieht man in Episode 2 von The Bridge. In der Tat. Bis gleich.